Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts, wie immer mit Jonas Steg und David Döble. Jonas, schön, dass du heute hier mit dabei bist. David, schön, dass wir heute uns gemeinsam darüber unterhalten, was es eigentlich benötigt, um im Investmentbanking zu arbeiten. Das gilt dann grundsätzlich auch für Strategieberatung, gilt auch für Private Equity. Und wir gehen heute mal nicht darauf ein, was so die CV-Kriterien sind, weil dazu gibt es, glaube ich, genug Videos, dass du Praktika machen musst, gewisse Noten haben solltest. Das sind von Vorteil ist, vielleicht gewisse Unis im Auge zu haben, ein bisschen Engagement zu machen, vielleicht Stipendien zu haben und so weiter und so fort. Sondern wir gehen heute auf das Mentale ein. Und zwar ist es so, dass, und vielleicht erstmal, um das abzuholen, Investment Banking wie auch die anderen beiden Branchen sind Branchen, wo man wirklich mit Top-Leuten zusammenarbeitet. Also man arbeitet immer direkt eigentlich mit der Vorstandsebene zusammen. Das heißt, es ist immer so, dass auf den Projekten, auf denen man ist, ist immer ein gewisser Druck vorhanden. Das ist immer sehr, sehr wichtig für alle Beteiligten. Es ist auch mit gewissen Zeitrestriktionen verbunden. Es ist ein Projekt, was irgendwie ein klares Endziel irgendwie auch hat. Wie gesagt, mit entsprechenden Leuten, die auch eine hohe Erwartungshaltung haben auf der Kundenseite. Und das alles führt dazu, dass man auch sehr überdurchschnittlich viel arbeitet von den Stunden. Ich glaube, das ist so das Setup. Das alles ermöglicht einem eine krasse Lernkurve und viel, viel mitnehmen, hat aber natürlich auch nochmal andere Grundvoraussetzungen als vielleicht der üblichere Job in einem Konzern, im Mittelständler, wo das bis zum gewissen Grad vielleicht auch manchmal gegeben ist, aber in einem sehr, sehr viel geringeren Maße. Was sind so die mentalen Themen, die man da entsprechend mitbringen sollte? Also wichtigster mentaler Punkt, mit dem glaube ich viele nicht zurechtkommen, ist eine gewisse Resistenz. Ja, Resistenz oder Resistenz gegenüber Druck, Druck von Stress, außen, ja. Stress, den man sich auch selber irgendwo macht, aber vor allem auch der von außen kommt. Eine gewisse Resilienz auch gegenüber, wenn mal was irgendwie nicht so läuft, dass man da nicht direkt aufgibt, sondern dass man weiter durchzieht. Und ich glaube, das ist erstmal das Allerwichtigste. Weil wer nicht irgendwie nicht damit klarkommt, irgendwie, dass von einem erwartet wird, dass man einfach eine Aufgabe richtig gut abliefert. Und wenn man die schlecht abliefert, dass dann es vielleicht auch mal ein bisschen lauter wird, weil es einfach gerade ultra stressig wird, der ist nicht für diese Branchen gemacht. Und das ist einfach so. Das kannst du jetzt akzeptieren oder du kannst halt dann erst akzeptieren, wenn du völlig unglücklich in einem Praktikum drin hängst. Aber am besten akzeptiert man es halt, bevor man da überhaupt sich nur überlegt, dort reinzugehen. Ja, also das ist im Investmentbanking und PI mit Sicherheit nochmal stärker ausgeprägt, würde ich sagen. Aber man merkt das manchmal bis zu einem gewissen Grad. Wir versuchen das auch proaktiv anzusprechen bzw. auszusortieren, wenn wir das in unserem Bewerbungsprozess merken. Ist aber auch nicht immer ganz einfach und wir haben auch immer wieder Leute dabei, die dann im Rahmen vom Praktikum, wo das denen stark auffällt, dass sie einfach von dem mentalen State nicht dazu in der Lage sind, in diesen Branchen zu arbeiten. Das ist ja auch absolut fein. Ein anderer Hint wäre irgendwie, wenn du dich jetzt schon in der Uni, wenn du da wirklich komplett überfordert bist, wenn du dich so sehr unter Druck oder so sehr unter Druck setzt, dass gewisse Sachen nicht mehr funktionieren, dass du nicht mehr vernünftig schlafen kannst, wie auch immer, dann bist du... Ja, also wer mit der Uni überfordert ist, wer damit überfordert ist, sehr gute Noten zu schreiben, Praktika zu machen, das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen, der sollte die Finger davon lassen bei diesen Karrierenpfad. Genau, das ist einfach, also das macht einfach keinen Sinn. Und wen irgendwie beispielsweise die Videos von uns irgendwie stressen oder irgendwie sowas in die Richtung, das macht auch keinen Sinn. Also dann ist es einfach, und das ist ja auch in Ordnung, ne? Es ist einfach nicht für jede Person gemacht, diese Branche. Genauso wie besser nicht, ist es, ne? Wir können ja nicht alle Investmentbanker und Strategieberater sein. Und genauso wie nicht jeder gemacht ist für eine Gründung oder sowas, wo das auch ähnlich ist. Das ist ja auch absolut fein, aber man muss halt diese Awareness irgendwie von sich selbst haben, dass das der Fall ist. Und dann ist das ja auch gut und dann hast du das zumindest hoffentlich einigermaßen früh für dich feststellen können. Aber sonst wirst du in diesen Branchen auf jeden Fall nicht glücklich werden und nicht die Erfüllung in Anführungszeichen irgendwie finden, die du vielleicht auch suchst in dem Job. Weil dieser Umgang mit
mit Stress und diese Lockerheit auch bis zu einem gewissen Grad, wenn man in stressigen Situationen ist, dass man dann nicht noch irgendwie auf den Stress noch mal mehr drauf gibt und so weiter. Das sind Sachen, die enorm wichtig sind. Dann natürlich, was auch dazu zählt, ist irgendwie auch noch eine gewisse Resistenz oder eine gewisse Fähigkeit, auch hart zu arbeiten. Also das heißt, dass man bis zu einem gewissen Grad eine Bereitschaft hat und das auch viel mental auf gewisse Sachen auch zu verzichten, zumindest für eine gewisse Zeit, in denen man in diesen Branchen irgendwie auch arbeitet, dass man bereit ist, beispielsweise fähig auf die eine oder andere Party zu verzichten, auch schon während dem Studium und sowas. Das heißt, dass man nicht eine Person zwangsläufig ist, die auf jeder Party tanzen muss, jetzt mal metaphorisch gesagt, sondern auch bereit ist, Abstriche zu machen bis zu einem gewissen Grad, weil einem einfach ein Ziel so wichtig ist, dass man dass andere Sachen bis zu einem gewissen Grad irgendwie hinten runterfallen. Ja, und was dann auch noch ein relevanter Punkt ist, ist das Thema Offenheit und Lernbereitschaft, Kritikbereitschaft auch. Ja. Ja, also das geht schon im Studium los, ne, dass man nicht der Meinung ist, man ist der Allerschlauste, die Allerschlauste und weiß alles besser, sondern dass man guckt, ich kann lernen irgendwie von Kommilitonen, von Leuten wie uns irgendwie, die halt sagen, guck mal, so kannst du dann noch besser vorangehen und dass man sich da dann nicht im Ego gekränkt fühlt, wenn einer einem halt mal sagt, ja guck mal, da gibt es andere, die sind in deinem Alter schon 3 Schritte weiter als du, dass man dann nicht sagt, nö, stimmt gar nicht und sich dann Ausreden überlegt, warum man das denn nicht auch gerade geschafft hat, sondern halt sagt, ja okay, hast du recht, wie komme ich da auch hin? Weil in den Branchen, die Feedback-Kultur ist schon direkt. Genau, die ist sehr, sehr direkt. Also da ist einfach keine Zeit dafür für ein Sandwich-Feedback, sondern dann wird halt direkt gesagt, was falsch läuft und was man besser machen sollte. Und meiner Meinung nach zum Beispiel ist das auch eine sehr sinnvolle Art der Kommunikation, weil ich finde beim Sandwich-Feedback, wenn man sich erstmal überlegen muss, was eigentlich auch gut gelaufen ist bei der Aufgabe, das ist auch ein bisschen anstrengend irgendwie und hilft auch irgendwie keinem weiter. Das heißt, du musst nicht, also es ist, idealerweise musst du nicht davon abhängig sein, dass du von anderen Leuten sehr stark gelobt wirst, auch für deine Arbeit. Das kommt natürlich auch vor, auf jeden Fall, und gerade in Feedbackgesprächen, aber im Daily Doing ist dann schon eher so, dass rausgearbeitet wird, was man jetzt vielleicht, woran man jetzt vielleicht auch mal schnell arbeiten muss, was bei der Aufgabe nicht gut gelaufen ist. Und dann wird nicht zwangsläufig immer jedes Mal noch gesagt, was vielleicht auch gut gelaufen ist bis hierhin. Das heißt auch, diese Fähigkeit, das mal mindestens auszuhalten, aber dann auch zu reflektieren und da an sich zu arbeiten, die ist sehr notwendig. Und dieser Umgang generell mit sehr klarer Kommunikation, der straighter Kommunikation, ist auch enorm wichtig. Und auch da gilt irgendwie das Gleiche, wenn du es schon bei den Videos merkst, dass das sehr, sehr stark triggert irgendwie, wenn man dir sehr straight irgendwie was sagt, dann würde es aller Wahrscheinlichkeit nach schwierig, wenn dir das irgendwie kurz vor Mitternacht ein Partner auf dem Flur als Feedback für deine Aufgabe mitgibt, dass du da den entsprechenden mentalen Zustand hast, um das mitzugehen. Und was vielleicht nochmal der letzte wichtige Punkt ist, der nicht unbedingt dafür notwendig ist, per se dort zu arbeiten, was wir aber empfehlen würden, einfach damit du in diesen Branchen auch glücklich wirst, ist, dass du einfach auch eine reflektierte Person bist und dir auch Gedanken machst, was will ich eigentlich im Leben, was will ich erreichen und was sind die Mittel dafür, um diese Ziele zu erreichen. Weil was schade ist, was man bei manchen Personen auch so manchmal das Gefühl hat, das sind dann auch oftmals irgendwie vielleicht auch diese insecure Overachiever, so, die sich dann irgendwie da reinfließen lassen in diese Branchen, reingedrängt werden, weil halt jeder sagt, hey, mach doch das, das wäre doch was für dich. Und dann halt aber eigentlich so wirklich dahinter steht man auch nicht so mit dieser Entscheidung, weil man es eigentlich nicht von sich aus irgendwie wirklich wollte, da reinzukommen, sondern halt einfach nicht so weiß, was soll ich sonst machen und dann irgendwie in diese Branchen reingeht, weil alle einem sagen, da gehen auch die anderen smarten Leute hin, da kannst du Karriere machen. Und das ist dann halt so ein bisschen, ne, dann bist du da in einem Job und arbeitest halt so viel wie die anderen, aber so richtig zufrieden bist du dann nicht mit deiner Situation und so einen wirklichen Plan, was danach passieren soll oder wo dich das hinführen soll, hast du dann auch nicht.
Und das ist ein bisschen schade. Das heißt, guck nicht, nur weil irgendwie deine Freundesgruppe 4, 5 Leute da jetzt Investmentbanking machen wollen, dass du dann sagst, ich muss das jetzt auch machen und gar keine Ahnung davon hast, dann beschäftige dich wirklich damit. Ja, sei selbstreflektiert. Und wenn das nichts für dich ist, wenn du sagst für dich selbst, das ist nichts für mich, dann trau dich auch zu sagen, nee, das ist nichts für mich. Spätestens nach 1, 2 Praktika und fühle dich dann nicht unter Druck gesetzt, unbedingt in diese Branche reinzugehen. Weil irgendwie die Leute, die wir kennen, die irgendwie auf sehr hohem Niveau in diesen Branchen arbeiten, die sind da schon sehr, sehr sicher in dem, was sie machen. Genau, ja, also ein gewisses Selbstvertrauen ist mit Sicherheit irgendwie auch sehr wichtig, um das, ja. das spielt ja dann auch alles rein, praktisch in die Resistenz, in den Umgang mit Stress, in den Umgang mit sehr direktem Feedback und so weiter und so fort. Ja, ehrlicherweise merkt man das aber auch immer relativ schnell, wenn man beispielsweise auch auf einem Event ist oder bei uns im Gäste-Live-Call oder wie auch immer, wie die Leute da so drauf sind in gewissen Sachen. Dann kann man das auch mit ein bisschen, wie du sagtest, Reflexion irgendwie erkennen, ob man da reinpasst oder nicht. Wenn du da reinpasst und wenn die Sachen, die wir gerade gesagt haben, grundsätzlich auf dich zutreffen, ist natürlich auch so, dass man da grundsätzlich weiterentwickeln kann und man muss da jetzt noch nicht auf allem perfekt sein, aber man sollte grundsätzlich, sage ich mal, die Tendenzen in diese Richtungen haben, dann bist du bei uns richtig gut aufgehoben. Wir haben viele andere Personen, denen es ähnlich geht, die auch diese Ziele haben, die gemeinsam mit uns und gemeinsam untereinander daran arbeiten, fast 1000 Personen an der Zahl mit diesem Ziel, Strategieberatung, Investmentbanking, Private Equity. Schau mal auf unsere Webseite pumpkinbeers.com, einmal auf Bewerben klicken, dann kannst du direkt ein Vorgespräch ausmachen. Das ist so ein halbstündiges Gespräch, wo wir nochmal dich ein bisschen besser kennenlernen wollen und schauen, ob das grundsätzlich auch passt. Das heißt, ob wir grundsätzlich zusammenarbeiten können, zusammenarbeiten sollten. Und wenn das gegeben ist, geht es weiter in die Status Quo-Analyse, wo wir uns wirklich nochmal Zeit nehmen, 90 Minuten dir aufzeigen, was du denn jetzt aktuell noch besser machen könntest, was vielleicht so ein grundsätzlicher Plan ist für die nächsten Jahre und idealerweise, und wenn beide Seiten davon überzeugt sind, kommt es dann auch zur Zusammenarbeit und wir arbeiten gemeinsam Tag und Tag und Nacht daran, dass du dieses Ziel auch entsprechend erreichst, weil das ist enorm wertvoll. Die Leute, die sind alle so drauf, die geben alle Vollgas und du kannst dir mit unserer Hilfe enormen Vorteil sichern, einfach diese Ziele zu erreichen. Ja, das war's damit. Wir freuen uns sehr über dein Feedback unten in den Kommentaren und wir freuen uns natürlich auch über deine Bewerbung. Und ansonsten folge uns gerne auch auf den anderen Social-Media-Kanälen, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, überall. Kontaktiere uns gerne, falls du Fragen hast und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin. Ganz viele Grüße aus Frankfurt.